Ja, hallo und guten Abend. Freue mich, dass ich da sein kann. Ich bin sehr, sehr kurzfristig eingeladen worden, also vorgestern. Das heißt, ich habe keine Präsentation. Wir werden uns mit diesem etwas veralteten Bild von mir da begnügen müssen. Ja, steht eh da. Ich bin Gründerin und mittlerweile Geschäftsführerin der Code Factory GmbH. Wir sind keine hippe App. Wir haben die Technologie ja intern. Und zwar sind wir Österreichs erste Programmierschule. Und was wir tun ist, wir bilden Leute in recht kompakter Zeit, und zwar 4 Monate ungefähr, Daumen mal Pi, zu Junior-Entwicklern aus. Ich werde heute weder über Erfolg noch über Reichtum reden, das sind alles Dinge, von denen verstehe ich nicht sehr viel. Worüber ich reden werde, ist zum einen natürlich, wer sind wir, was machen wir, wie ist das Ganze entstanden und die Geschichte von mir, also wie ich von überhaupt keinem IT-Background zu begeisterter ITlerin, zu Gründerin, zu jemand, Visionär will ich es jetzt nicht nennen, Visionen hat heute irgendwie jeder, aber jemand, der sich halt doch für mehr einsetzt, als ursprünglich geplant war und einfach in diese Bildungsschiene da reingerutscht bin. Angefangen hat das Ganze vor mittlerweile 3 Jahren, 2015, damals Studentin in Wien, alles Mögliche studiert, bin jetzt gerade am Fertigwerden und habe immer mich mehr engagiert als studiert in Wirklichkeit, das heißt mich in diversen NGOs und Seitenprojekten halt irgendwo verwirklicht und es war irgendwann immer dasselbe Problem, IT-Lösung, Websites, irgendwo irgendetwas auf die Beine stellen und Angebote eingeholt, einfach wir als Projektteams. Es war immer dasselbe, das Ganze ist dann meistens gestorben mit einem Kostenvoranschlag von irgendwelchen Entwicklern, die dann gemeint haben, so 5.000, 6.000 Euro für irgendein Customized WordPress. Ich wusste nicht, ob das gerechtfertigt ist, kompletter Blödsinn ist, um es jetzt abzocken und habe dann angefangen, gemacht, gut, ich mache Sprachen im Selbststudium, dies und das im Selbststudium, warum nicht IT? Und habe dann angefangen, mich einzulesen, bin drauf gekommen, ja, es war zu teuer in den meisten Fällen und gedacht, gut, kann nicht zu schwer sein. Es gibt Online-Kurse von Udemy und Coursera und so weiter und so fort und setze mich halt am Abend hin, 2, 3 Stunden und fange da an, ein bisschen im Do-it-yourself-Verfahren da ein bisschen rumzuprogrammieren und das Ganze ist, glaube ich, 3,5 Wochen gut gegangen, bis ich wirklich angestanden bin beim Problem und gesagt habe, gut, wisst ihr was, ich habe einen Job, ich habe Universität, ich habe Freunde, ich habe einfach keine Zeit für das und das wird nichts und das funktioniert nicht und blöd und überhaupt. Hat mich dann aber nicht losgelassen, weil es mich einfach so geärgert hat, dass das muss ja gehen, ich bin ja kein blöder Mensch, muss ja irgendwie und wie gesagt wieder Kostenvoranschläge gekommen sind. Und dann habe ich mit einem damaligen Freund die Idee gehabt, zu sagen, okay, pass auf, ich wollte sowieso ein Auslandssemester machen, machen wir es nicht für die Uni, gehen wir nach Amerika, da gibt es diese Coding-Bootcamps, klingt ein bisschen brutal, aber schauen wir es uns an, fahren wir hin, machen wir die Ausbildung, machen wir Auslandssemester in den USA und kombinieren wir das mit einer Ausbildung. Ist ja gescheit. Das war im Mai die Entscheidung 2015, im Juli waren wir unten in Amerika, wohnen aufgegeben in Wien, One-Way-Ticket nach Oregon und habe dort 4 Monate die Ausbildung gemacht, die ich jetzt in Wien betreibe in Wirklichkeit und habe gesehen, wie großartig das dort funktioniert. Leute wirklich von allen Bildungsschichten, von allen verschiedenen Backgrounds, alle Altersschichten durch, also komplett anders, als man es von der Uni gewohnt ist, so 18- bis 25-Jährige. Habe die Zeit dort im Mens genossen, das ist wieder eine andere Geschichte. Habe dann dort gearbeitet 2 Monate noch und bin nach Österreich zurück. Das war Anfang 2016. Habe gefreelanced, habe neben meinem Studium, wo ich damals noch glaubte, ich werde schnell fertig, irgendwann mein Studium dazu verdient. Und immer wieder haben Christoph, mein Mitgründer, und ich herumgesponnen und meinte, ja, das war schon, also in Österreich fehlt das und das könnte man ja machen und wir könnten ja was gründen. Und damals war noch so der Tenor, seien wir nicht lächerlich, das ist Blödsinn, wir arbeiten da jetzt weiter. 3 Monate später haben wir dann angefangen zu gründen und meine Gründungserfahrung deckt sich da, glaube ich, ein bisschen mit Sandro, mit meinem Vorredner. Die ersten paar Monate waren sehr viel Feiern, sehr viel, wir sind die Größten, sehr viel Visionen, wir schaffen das, Gin Tonic geschwängerte Nächte und ich hatte keine 15 Stunden, ich hatte 5-Stunden-Tage und davon waren 3 Party. Das Ganze ist relativ ernst geworden, wie wir tatsächlich eine Location gefunden haben, tatsächlich Trainer angestellt haben. Ich wusste plötzlich so, jetzt sind da wieder Rechnungen, die muss ich zahlen, das heißt, jetzt ist es kein Spaß mehr, das ist jetzt kein, ich bin ein Student, der ein Startup gründet, jetzt habe ich Verantwortung. Und dann war es schon ein halbes Jahr vergangen, wir haben das Ganze richtig ordentlich gemacht, GmbH-Eintragung, Firmengründung, wie man sich's vorstellt, und dann war das Problem so, jetzt machen wir den ersten Kurs. Und so wie man sich's immer vorstellt, man hängt ein Schild an die Tür und die Leute laufen einem die Tür ein, funktioniert es nicht in der Praxis und das hat einfach niemanden interessiert. Nein, das ist großartig in den USA, da kennt das jeder, ja in Österreich kennt es keiner und es interessiert auch keinen. Das heißt, unser erster Kurs waren, ich glaube, 6 oder 7 Leute und davon war die Hälfte von unserem Freundeskreis. Und das war unser Pilotkurs und in diesem Pilotkurs, den haben wir dazu genutzt, zu sagen, gut, klein ist auch fein, nehmen wirklich einen kleinen freundschaftlichen Rahmen und schauen wir, ob das Ganze überhaupt ankommt, schauen wir, ob diese Leute nachher irgendwas können, ob wir das Ganze einfach begraben und sagen, gut, soll nicht sein. War recht gut, wir haben gutes Feedback gekriegt, die Leute sind am Arbeitsmarkt untergekommen und wir waren ein bisschen selbst erstaunt und haben angefangen, ein bisschen
Bewusstseinsbildung auch zu schaffen in der österreichischen Wirtschaft, die am Anfang ein Coding-Bootcamp, was ist das? Okay, aber irgendwie funktioniert, sie können das offenbar, also ja, geben wir dem Ganzen eine Chance, scheint nicht so schlecht zu sein. Ja, das war Anfang 2017, mittlerweile haben wir 2 Büros in Wien, haben 7 Angestellte und jetzt den 4. Fullstack Web Development Kurs, also diese 4-monatigen Kurse mit Gruppengrößen so von 20 bis 30 Leuten. Was wir anbieten, vielleicht ganz kurz, ich gehe dann eh wieder in die interessanteren Dinge. Wir haben angefangen mit Basiskursen, das sind 2 also Wochenendkurse. Das eine ist HTML, CSS, also wirklich so mal die, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen sich damit auskennen, ich nehme an, die meisten wissen ungefähr Frontend-Technologien. 2x5 Stunden, einfach wirklich zum Schnuppern und dann JavaScript nochmal 10 Stunden, das waren die Basiskurse. Und ein Fullstack-Kurs, das ist wirklich Fullstack-Development, Frontend-Technologien, Backend-Technologien. Und wirklich kompakt. Und wir kriegen halt sehr, sehr oft, also seit 2 Jahren beantworte ich 4-mal am Tag die Frage, ja, aber kann man in 4 Monaten programmieren lernen? Ja, kann man. Unsere Leute fangen als Junior Developer an und wie gesagt, was wir einfach nicht tun, wir sind keine Schule. Wir heißen Code School, aber was wir nicht machen, ist Frontalunterricht. Bei uns wird unterrichtet auf eine Art und Weise, dass Leute kommen in der Früh rein, kriegen ein Pair zugeteilt, wir machen immer Arbeit zu zweit oder in Gruppen. Erstens, es hilft dabei, konzentriert zu bleiben. Also Facebook und YouTube und so weiter werden einfach minimiert dadurch, dass jemand neben einem sitzt und sagt, hey, wir haben jetzt eine Aufgabe. Praxis vom Anfang an, also es gibt jetzt nicht 8 Stunden Berieselung und dann irgendwie daheim programmieren, sondern Leute kommen am ersten Tag und sind geschockt, weil es geht los. Und das geht bis zum letzten Tag und die programmieren von 9 bis um 4, programmieren die durch und jetzt nach Hause kommen, programmieren die weiter. Das heißt, was die können nach den 4 Monaten, ist Applications programmieren. Die können die so beliebten Apps machen, die können kleinere Enterprise-Geschichten machen, die können durch alles, was mit Web-Technologien zusammenhängt, auf Junior-Basis. Und dann steigen sie in den Job ein und irgendwann, hoffentlich nach ein paar Jahren, werden sie dann zu Seniors. Ja, so das Ganze bei uns. Wie gesagt, was wir nicht machen, ist eben Frontal-Teaching. Und was bei uns sehr wichtig ist, was uns unterscheidet, weil die Frage kriege ich auch immer, warum Code Factory, warum jetzt nicht die FH und warum jetzt nicht die Uni und warum nicht das Wifi oder, keine Ahnung, Hausnummer irgendwer anderer. Wir arbeiten mit Praxisprojekten. Das heißt, wir kriegen tatsächlich Projekte, die kommen von Kunden. Das ist jetzt nicht irgendein Homepage für meine Katze programmieren, was ich mir gerade ausgedacht habe, sondern da kommen wirklich NGOs, da kommen kleinere Firmen, hauptsächlich aus dem KMU-Bereich, Freelancer. Also wir haben von Pink Floyd Coverbands über Projektmanagementsysteme für mittelgroße Betriebe, haben unsere Schüler alles Mögliche programmiert. Und das hilft natürlich, weil es hilft einfach wahnsinnig, einen Job-Einstieg zu machen, der sagt vielleicht, gut, das Format kenne ich jetzt nicht, du warst nicht auf der Uni, aber hey, das Projekt, was du da gemacht hast, ist wirklich gut und das wird verwendet. Das benutzt tatsächlich eine Firma und du hast mitgearbeitet. Das ist genau das, was wir versuchen. Was wir auch haben, Exkursionen. Heute waren unsere Leute, ich bin heute ins Büro gekommen, das war leer. Vergessen, dass die bei IBM heute waren, also von Microsoft, IBM, einige Startups. Wir schauen wirklich, dass wir die Leute nehmen, in den Bus setzen, zu den Firmen verfrachten, Führungen machen. Jeden Mittwoch haben wir Lunch-Speaker, sogenannte. Das sind ja sowas, was ich jetzt hier mache im Endeffekt. Es kommt irgendjemand von irgendwo aus der Industrie und redet in der Mittagspause unsere Schüler ein, während die essen, sagt, das ist mein Beruf, das ist mein Berufsfeld. Ihr könnt jetzt nicht weglaufen, hört mal zu, weil es ist eh ganz interessant. Und wir schauen einfach, dass wir wirklich die Schüler während der Ausbildungszeit vernetzen mit der Praxis. Dass die nicht in ihrem kleinen Biotop sitzen, da ein paar nette Apps schreiben und danach herausgehen und die große Überraschung oder das große Entsetzen kommt, sondern sagen, gut, zu der Firma habe ich Kontakte, mit dem habe ich beim Networking-Event geredet, da könnte ich mich bewerben. Das Berufsbild habe ich vorher nicht kannt, aber durch irgendeinen Lunch-Speaker kenne ich es jetzt und habe vielleicht ein bisschen mehr Ideen bekommen. Sie auch machen Meetups hosten, also falls mal jemand Räumlichkeiten braucht, wir haben sehr nette, denke ich. Das heißt, auch wieder natürlich dahingehend, dass wir sagen, zu unseren Schülern. Leute, heute Abend ist WordPress-Meetup bei uns, Python-Frauen-Meetup ist jetzt, also die Frauen, die Python programmieren, ist das neueste Meetup, was wir jetzt haben, Business Plus, also alle möglichen kleineren und größeren Veranstaltungen auch bei uns. Und ein Alumni-Netzwerk, also mittlerweile haben wir doch über 60 Alumni und die kommen einfach teilweise random vorbei bei uns, sind bei Partys da, fangen an zu kochen in unserer Code School, machen bei Projekten mit. Also uns auch wirklich wichtig, dass die Schüler mit anderen Schülern, mit ehemaligen Schülern in Kontakt sind und dass natürlich auch die ehemaligen Schüler zu uns kommen und sagen, ja, ich war jetzt im Projekt, das war nicht so toll, quasi ich bin jetzt wieder zurück, was tut sich Neues, habt ihr vielleicht ein Projekt, wo wir wieder mitarbeiten könnten und bleiben auch einfach im Austausch, ist uns auch wichtig. Ja, wie gesagt, begonnen hat es als Firma, also wir waren am Anfang doch ziemlich monetär getrieben, irgendwo in die Richtung, wir wollen natürlich Geld verdienen, also uns was wichtig, selbstständig sein, relativ schnell wachsen, ich glaube eh die klassische Startup-Geschichte. Mittlerweile, sage ich, lassen wir es mit Wachstum, es ist genug.
und schauen, dass wir uns wirklich mehr auf die Anliegen fokussieren, die uns halt wichtig waren. Das war am Anfang, wie gesagt, da sind wir reingewachsen. Am Anfang war es klassisches, wir bilden Programmierer aus, das ist unsere Aufgabe, der Rest interessiert uns nicht, da haben wir keine Ausbildung, keine Expertise, das ist uns auch egal. Lernt programmieren, geht's raus, arbeitet, macht Werbung für uns. Das hat sich geändert, wie wir auch natürlich gemerkt haben, dass wir aus irgendeinem unerfindlichen Grund wahnsinnig viele Frauen gehabt haben, die zu uns gekommen sind. Jetzt haben sich die Unis beschwert, ja, wir kriegen keine Frauen und Frauen in die Technik und das ist so wichtig und so gut, aber irgendwie wollen es nicht. Und bei uns wollten es irgendwie. Und wir haben das jetzt nicht speziell beworben, aber es war halt so ein kleiner Hub mit immer über 50% Frauenanteil, worauf wir sehr stolz sind und das haben wir bis jetzt auch durchgehalten. Und haben angefangen, dass halt, haben auch gemerkt bei anderen Firmen, dass das nicht der Standard ist, dass das irgendwas ist, was offenbar, was wir nicht wussten, besonders ist, dass die Firmen sich reißen um Frauen, dass die Entwicklerinnen suchen, aber es gibt ja kaum welche. Ich habe es bei mir selbst gemerkt, ich war so ein bisschen Einhorn irgendwo, wenn ich rumgegangen bin, gesagt, ja, ich programmiere auch selbst. Und da einfach auch sehr viel mit anderen Firmen in Kontakt treten sind, mit Organisationen, mit Frauen in die Technik, was früher Frauen und Technik heißen hat, was von AMS betrieben wird, vom WAF betrieben wird. Geschaut, dass wir da zu Vorträgen gehen, dass wir auf Messen gehen, dass wir wirklich versuchen, Frauen dazu zu bringen, zu sagen, ja, ihr könnt das, ja, die Lehrer in der Schule waren blöd, das wissen wir eh und überhaupt und die TU ist vielleicht auch blöd, aber kommt zu uns und schaut euch das Ganze an. Zweite war, wir haben sehr, sehr viele Wiedereinsteiger. Also man stellt sich vor, wenn man sagt, ja, Programmierkurse, das sind dann so die 19-, 20-jährigen Burschen, ich, sage, ja, ich möchte eine App machen, will ein Spiel programmieren. Bei uns ist der Altersdurchschnitt weit über 30 und wir sind relativ stolz darauf, dass wir einfach eine Anlaufstelle sind für Leute, die sagen, ich bin jetzt 35, ich bin 40, der Arbeitsmarkt ändert sich. Ich gehe sicher nicht nochmal jetzt irgendwie an die Uni und sitze da jetzt da 5 Jahre mit irgendwelchen 18-Jährigen im Hörsaal. Ich möchte mich umorientieren, ich möchte wieder einsteigen, ich möchte neu einsteigen, ich möchte eine Karriere wechseln und das Ganze relativ flott, weil Familie, Haus, keine Ahnung, irgendwelche Belastungen, man möchte es einfach schneller machen. Und da fehlt halt teilweise, merken wir schon, auch in der Wirtschaft und auch in Institutionen wie im WAF beispielsweise oder dem AMS, viel da fehlt einfach Verständnis für diese Geschichten. Also wir hatten Leute, denen wurde gesagt, ja, aber du warst jetzt 20 Jahre Controller, du bleibst jetzt Controller. Ja, ich will aber in die IT. Nein, aber du bist Controller, du bleibst Controller. Und wir haben mittlerweile einen recht guten Kontakt auch zu diesen Organisationen und sagen, okay, schau, jetzt reden ein bisschen auf sie ein. Das macht Sinn, das ist eine Zukunftsbranche und versuchen einfach auch Brücken zu legen für unsere Schüler. Und sind eigentlich weg von diesem, wir leiten eine Firma mehr zu ein bisschen Coaching gegangen, zu sagen, jeder Einzelfall berührt dich auch, weil du siehst die Leute 4 Monate jeden Tag und wir haben alles mitbekommen von Leuten, denen es wirklich schwer gemacht wurde, über Leute, die nicht wollten und wirklich großartig geworden sind. Weswegen wir auch im Endeffekt die Hürden gekippt haben, zu sagen, bei uns mitzumachen, man braucht keine Matura, man braucht prinzipiell nicht mal einen Pflichtschulabschluss und wir hatten wirklich Leute, die hatten einfach Pech in der Jugend, die haben falsche Entscheidungen getroffen mit 17, vielleicht die Schule geschmissen, jetzt keine Studienberechtigungsprüfung, FH geht nicht, Uni geht nicht, im Prinzip das Ganze verbaut. Und da waren wirklich wahnsinnig motivierte Leute dabei, wo ich gesagt habe, gut, okay, eigentlich haben wir gesagt Matura, aber kommt zu uns. Und die sind wirklich gut geworden. Und wir hatten auf der anderen Seite hatten wir Akademiker, die haben auf der Montanuni studiert und die haben das nach 2 Wochen hingeschmissen, weil sie gemeint haben, na, also den Laptop schmeiße aus dem Fenster, weil ich setze mich da sicher nicht 3 Stunden hin und löse irgendein Problem. Was uns einfach dazu gebracht hat, zu sagen, die Formalbildung ist vielleicht in manchen Punkten ein Indikator. Wir haben es nicht erlebt, unsere Statistiken sprechen nicht dafür, weswegen wir das Ganze gekippt haben und gesagt haben, wer will und wo wir das Gefühl haben, dass derjenige motiviert ist und das schaffen kann und das schaffen will, dem geben wir eine Chance. Darum ist Everybody Can Code unser Slogan irgendwie geworden. Genau, und was halt auch vielleicht bei uns was Besonderes ist, wir unterrichten in Englisch, also unsere Trainer sprechen diverse Sprachen, die ich auch nicht alle kann. Aber wir haben sehr, sehr viel Zulauf auch jetzt natürlich bekommen mit der Flüchtlingskrise. War auch keine Gruppe, die wir jetzt gezielt angeworben hatten. Und im letzten Kurs hatten wir 25, glaube ich, Asylwerber von 45 Studierenden. Und zwar auch aus verschiedensten Nationen, wo das AMS gemeint hat, nein, normalerweise prügeln sich die, aber bei euch sind sie irgendwie ganz lieb. Und hat auch wirklich funktioniert. Und wie gesagt, wir haben von Anfang an gesagt, programmieren, die Sprache ist Englisch. Wer Englisch nicht zumindest passiv beherrscht, wird sowieso Probleme kriegen in diesem Feld. Ihr könnt in der Pause Deutsch reden, könnt mit den Trainern Deutsch reden, aber Englisch ist Voraussetzung. Das hat uns manche Österreicher als Kundengruppe verbaut und hat uns aber das Ausland im Prinzip geöffnet. Und wir haben im letzten Kurs, waren es glaube ich 16 Nationen, die wir unterrichtet haben. Das heißt, das ist halt jetzt der Weg. Was wir auch machen seit kurzem ist, wir bieten Social Spots an, so genannt, also seit letztem Jahr, weil wir Anfragen hatten von, ja, Caritas ruft an, wir haben da einen jungen Mann und der ist super motiviert, aber ja, kann sich das Ganze nicht leisten. Das heißt, wir haben jetzt pro Kurs so 1-2 Leute drinnen, wo wir sagen, denen schenken wir quasi die Ausbildung, die sitzen bei uns drin, die machen da ganz normal mit
Und da aber wirklich nur halt mit Organisationen zusammen, weil wenn wir sagen, wir haben Social Spots, dann ruft jeder an und sagt, ja, ich habe kein Geld, ich bin ein Social Spot. Aber ist auch eine Sache, die uns wichtig ist, die wir auch weiter aufrechterhalten wollen. Genau, ja, wir kooperieren jetzt immer stärker mit Unternehmen. Anfang war es noch so, 2016, wer zum Teufel seid ihr, was macht ihr, was ist das für ein Format, 4 Monate sind zu wenig, tschüss, rufen Sie uns nicht mehr an. Mittlerweile haben wir über 20 Unternehmen, die regelmäßig Leute nehmen von uns, die natürlich auch zu Events kommen, die sich mit uns vernetzen und die immer wieder auch Aufträge hergeben, quasi für die Schüler, das heißt Praxisprojekte auch den Schülern stellen. Und das ist, glaube ich, wirklich das Beste, einfach zu sehen, dass wir Leute in der Ausbildung mit der Praxis vernetzen, wenn die rausgehen und sagen, die, ich fühle mich eigentlich nicht unsicher, sondern ich denke, natürlich bin ich nervös, aber ich denke, ich habe das mitbekommen, was ich brauche, in eine völlig neue Branche zu starten, mit relativ wenig Vorerfahrung, ohne einer formellen Uni, sonst was Ausbildung. Und ja, in letzter Zeit verbringe ich die Zeit mehr damit, zu AMS zu gehen, zu Bildungsstätten zu gehen und einfach vor allem darüber zu reden, dass wir einfach glauben aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und wir waren zuerst auch auf einem anderen Weg und meinten, nein, eben Matura und Ausbildung und schauen mal, wie das funktioniert. Und jetzt einfach wissen, es geht. Und das Bildungssystem ändert sich und ich oder wir glauben einfach nicht, dass dieses starre Beharren auf einem roten Faden im Lebenslauf, aus einem, diese Ausbildung, das machst du dein ganzes Leben. Wir sehen, es funktioniert nicht, wir wissen, es funktioniert nicht. Und ich glaube, dass sich da einfach auch im System sehr viel ändern muss, das anzuerkennen, zu sagen, was im angloamerikanischen Raum eigentlich üblich ist, du warst 3 Jahre da, dann hast du umgeschult, jetzt machst du das, das ist eine Erfahrung, die du mitbringst. Das ist kein Stigma, das ist kein Bruch im Lebenslauf, das ist positiv zu bewerten. Und da ist Österreich leider, wie immer, in den meisten Punkten ein paar Jahrzehnte noch hinten nach. Und ja, das war es im Prinzip von meiner Seite. Das Mikro ist übrigens nur für den Livestream, also es ist nicht laut. Ja, meine Frage ist, ihr seid schon so weit, dass ihr Förderungen kriegt, nicht? Förderungen von die meisten, also 60-70% sind AMS gesponsert quasi bei uns. Super. Also jetzt mit den Budgetkürzungen im Herbst, was ja doch viel war, wir merken schon ein bisschen einen Einschnitt, aber die meisten, wir haben auch sehr viele Teilzahlungsmöglichkeiten, also es ist jetzt kaum einer, der sagt, da Summe bar auf die Hand, sondern die meisten haben da irgendwelche Teilzahlungsmodelle. Wir haben auch bei Leuten, wo wir wirklich das Gefühl haben, dass die gut sind, die vorher zu uns kommen, mit uns reden. Also wenn wir jetzt dann auch einen jungen Syrer gehabt, perfektes Englisch, Deutsch halt nicht. Die Firmen sagen, ja gut, stellen nicht an. Und wir haben gesagt, pass auf, du machst den Kurs bei uns. Es kostet uns jetzt nicht mehr oder weniger, ob du jetzt drin sitzt oder nicht. Mhm. Wenn du später einen Job hast, das machen wir jetzt unter uns aus, dann kannst du uns das nachher zurückzahlen. Das ist unser Risiko, aber wir glauben, dass du es kannst. Und wenn wir dich jetzt wegschicken, du gewinnst nichts, wir gewinnen nichts und im Endeffekt ist niemandem geholfen mehr. Super, super. Aber die meisten kommen doch vom AMS, ja. Und 4 Monate, die Kosten? Für die 4 Monate sind es knapp 4.000 Euro, ja. Super. Ja. Super, super. Also ich bin selber im IT-Bereich und ich weiß, dass Firmen an jeder Ecke suchen nach fähigen Entwicklern und es gibt leider Gottes auch viele nicht fähige. Das stimmt. Aber habt ihr es vielleicht mal probiert, das umzudrehen, den Spieß, dass Firmen zu euch kommen und sagen, wir brauchen die und die Fähigkeiten und die gestalten mit euch einen Kurs? Das haben wir, das ist also unser Zahlen tut am Ende auch die Firma, also so Vermittlungsprovision. Genau, also was wir haben 2 Arten von Kooperationen mit Firmen. Das eine ist, dass Firmen, sind jetzt immerhin 5, 6 gewesen in den letzten Kursen, die haben gesagt, okay, wir wissen, wir brauchen in den nächsten Jahren 2, 3 Junior-Developer. Ihr könnt uns quasi Kandidaten vorschlagen, die haben die natürlich interviewt, weil keiner will die Katze im Sack. Und gesagt, gut, der junge Mann, die junge Dame gefällt mir, ich zahle für den die Ausbildung im Vorhinein quasi. Also quasi sie züchten sich da ihren eigenen Programmierer ran, geben dem auch schon die Praxisbeispiele während der Ausbildung, sagen, das ist, was wir ungefähr machen, dann hast du schon einen Einblick. Mhm. Und das Zweite ist, was halt von einer gewissen Teilnehmeranzahl abhängt, ist, dass wir schon Custom-Made-Kurse machen. Also wenn jetzt eine Firma kommt und sagt, ja, ich brauche jetzt, weiß nicht, ich würde 10 Leute ausbilden, aber die eine Sprache ist nicht so gut, wir brauchen statt, weiß nicht, PHP, Python, dann können wir das machen. Es geht natürlich nicht jetzt, wenn Firmen kommen und sagen, ich will da einen und ihr schreibt jetzt dann einen ganzen Kurs. Aber zum Beispiel den Sommer mit WeAccelerate haben wir einen Frontend-Kurs, der eben nur für diese Startup-Szene gemacht wurde. Also das sind die 2 B2B-Möglichkeiten. Ja. Danke. Na, Moment einmal, du hast das schon gefragt, gell? Wie lange dauert die Ausbildung? 4 Monate? Also unterschiedlich? Also es sind 15 Wochen sind's Unterricht, wo die Schüler wirklich die Kapitel durchmachen, die Technologien lernen. Nachher ist es meistens so, dass noch 4 bis 6 Wochen Praxisprojekt drankommt.
Es gibt auch Schüler, die nachher sagen, gut, ich habe mir jetzt schon einen Job besorgt, ich habe schon was gefunden, ich mache jetzt eine Weltreise. Aber prinzipiell Ausbildung 15 Wochen plus nachher noch Projekt. Was können die Schüler danach? Können die dann eine App programmieren, eine App entwickeln? Na, App programmieren ist immer so, wie können die nachher, weiß ich nicht, kannst du dir ein Auto leisten? Das ist immer so eine relativ schwammige Frage. Was sie sind Junior, also was wir unterrichten, sind Webtechnologie, muss man auch dazu sagen. Also jetzt kein Embedded Programming, also wir programmieren keine Hardware. Was wir auch nicht tun, ist Softwarearchitektur, also wirklich größere Softwareprojekte. Also Webtechnologien, Apps, ja. Was wir nicht tun, ist auf zum Beispiel gezielt Android oder Apple entwickeln. Das heißt, wir schreiben Hybrid-Apps, also Webtechnologien, Apps, die auf jedem Mobilgerät funktionieren, aber eben nicht für ein bestimmtes Betriebssystem. Und wie gesagt, Junior-Programmierer ist im Prinzip das Maximum. Traue ich mich zu behaupten, was man Leuten in einem Kurs beibringen kann, der Rest kommt in der Praxis. Das heißt, das sind die Einstiegspositionen in der IT, jemanden da jetzt. Es verändert sich ja dann auch. Also in den meisten Fällen ist es so, unsere Schüler zum Beispiel lernen Backend-Sprache PHP. Ist bewusst so gewählt. Ich glaube auch, dass es komplexere Sprachen gibt, aber es ist erstens sehr gut für den Einstieg und es sind immer noch 75% der Web-Anwendungen. Und die meisten gehen und lernen innerhalb der ersten zwei Monate nachher eine andere Sprache dazu und noch eine zweite. Also es bleibt ja dann noch nicht dabei. Und wie lange machst du das schon? Wie lange bist du schon dabei? Ich programmiere jetzt 3 Jahre in Wirklichkeit, wobei ich persönlich bin dann in eine andere Richtung gegangen, ich bin mehr Richtung Data Science gegangen. Das heißt, ich programmiere jetzt selber eigentlich nicht mehr wirklich mit Webtechnologien. Ja, und Code Factory gegründet haben wir im November 2016, also ja, ein bisschen mehr als 1,5 Jahre jetzt gibt es uns. Ja. Wie viele Teilnehmer gibt es pro Kurs? Also wie groß sind die Gruppen? Also wie gesagt, im ersten Kurs haben wir 7 Leute gehabt, dann sind wir irgendwo so Richtung 15 rauf. Im letzten hatten wir 45, das war viel zu viel, das machen wir nicht mehr und jetzt deckeln wir bei 30. In dem Kurs jetzt sind es 23 und wir prognostizieren, dass es so zwischen 20 und 30 bleiben wird bei den Full-Stack-Kursen. Ist auch also eine angenehme Gruppengröße. Das ist die ideale Größe. Genau, das ist auch, was die Trainer, wo die Trainer gemeint haben, das ist nicht, dass wir kurz vom Burnout sind, aber auch nicht gelangweilt. Das ist irgendwo so, dass man die Leute auch gut betreuen kann dazwischen. Genau, ja. Ja. Es kommt also natürlich immer auf die Leute an. Also wir haben wirklich, so wie Schulklassen, wir haben Kurse gehabt, wo man dachte, um Gottes Willen, die Trainer können wir nachher ein halbes Jahr in Urlaub schicken. Und zum Beispiel die jetzige Gruppe, man hört sie nicht, man sieht sie nicht. Das, ja, das ist super. Sie räumen die Küche zusammen. Aber so, ja, 20, 30 ist ideal. Das ist dann auch danach, weil man ja, oder du eh schon gesagt hast, typisch österreichisch, deswegen jetzt einmal eine blöde Frage, das ist dann auch zertifiziert in irgendeiner Art und Weise. Das heißt, also der kann rausgehen und hat, oder kriegt einfach nur von euch einen Schrieb. Und also sie kriegen von uns natürlich einen Schrieb. Wir wissen selber, dass wenn wir unseren Leuten einen Schrieb geben, das nicht wahnsinnig viel wert ist. Es kommt doch nicht jeder durch bei uns. Wir haben von teilgenommen über Past und Past with Merits, also auch irgendwo Distinktion zwischen den Leistungen. Was wir anbieten, sind externe Zertifizierungen. Also was man auch dazu sagen muss, gerade im Web-Development, es gibt jetzt nicht so wie bei Sprachen, wo man sagt Cambridge und das ist jetzt das Cambridge-Zertifikat und das heißt, du kannst jetzt Deutsch auf C2 oder keine Ahnung, oder Englisch auf C. Gibt es in der IT, also gibt es schon in manchen Bereichen, aber im Web-Development wäre es mir nicht unterkommen. Was wir anbieten ist über Certible, ist ein Zertifizierungsunternehmen, was in Wien sitzt, aber weltweit tätig ist, Requirements Engineering Zertifizierungen. Da bereiten wir die Leute vor, Kurs, also der Prüfungsantritt ist inkludiert im Kurs, der erste, zweite dann nicht mehr. Und das ist, also Requirements Engineering ist quasi das Projektmanagement der IT, kann man quasi sagen. Also das ist in der Industrie anerkannt, muss man auch wieder dazu sagen, kleinere Unternehmen oder gerade der KMU-Bereich schert sich erstens nicht sehr drum und weiß oft gar nicht, was es ist. Das ist halt, ja, das ist klassisch österreichisches Ding, ist immer, was für ein Zertifikat kriege ich nachher und ja, auf welchem Papier ist es gedruckt. Drum bieten wir es an, aber ja, einfach um die Leute auch zu beruhigen, sie brauchen es dann eh nicht. Ich war gerade auf eurer Website und ihr habt ja auch Kurse so wie JavaScript, was so am Wochenende gelehrt wird. Und die Trainer sind auch auf der Website gelistet. Sind die fix angestellt bei euch oder sind das so Freelancer, die sagen, ich habe am Wochenende Zeit? Nein, unsere Trainer sind alle Vollzeit beschäftigt, mittlerweile 5. Also das ist auch, wir stellen gerade die Website um, das ist jetzt gerade unsere Übergangswebsite, die wir am Anfang gehabt haben. Nächste Woche launcht dann die neue. Wir haben 5 Trainer. Wir haben Senior-Trainer und wir haben jetzt Train-to-Trainer gemacht letztes Jahr, wo wir Leute, die selbst Junior-Developer-Ausbildungen gemacht haben, einfach einsetzen. Weniger für den Inhalt, sondern um mit den Leuten zu arbeiten, weil die wissen, was machen unsere Teilnehmer gerade durch, was nervt am meisten. Und einfach diesen Stress abfangen. Und die Senior-Trainer von uns, also unser Head-Trainer war 20 Jahre bei Siemens, ein anderer hat IoT-Projekte für Smart Cities gemacht, also die sind, ja,
Die sind auch tatsächlich von der Uni im Gegensatz zu uns. Also. Aber gerade die haben ja meistens Top-Angebote irgendwo in der Wirtschaft, die ja dementsprechend auch bezahlen. Die Leute, die, also ich muss tatsächlich sagen, letztes Jahr die Krise gekriegt, weil die erste Bank versucht hat, meinen Jungtrainer abzuwerben. Die haben sich bewusst für dieses Ganze, ich nenne mich ungern Startup, wir sind kein Startup, wir sind ein junges Unternehmen in Wirklichkeit, aber die wollten einfach das, die wollten flexible Arbeitszeiten, die wollten eine Chef, der sie nicht in den Wahnsinn treibt. Ich glaube, das war der Hauptgrund. Also monetär kriegen sie doch bessere Angebote teilweise in der Wirtschaft, aber Gott sei Dank geht es ihnen darum nicht. Aber ich bezahle sie nicht schlecht, also nein. Besser als mich selbst. War's das? Ja? Dann danke. Gut, danke schön.